So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir im Lufo. Und ja, wir sind hier wieder mit unserer Villager Trading Hall am Stissel. Ich bin aber gerade dabei gewesen, hier hinten schön mal die alte Eisenfarm abzureißen. Und ich glaube, ich werde das jetzt noch zu Ende bringen, bevor wir hier irgendwas anderes machen. So. Dass wir das Ganze mal los sind. Und dann können wir schön hier... Können wir schön hier weitermachen. Wie gesagt, ich nehme auch nicht an, dass wir damit heute fertig werden oder irgendwas in die Richtung, aber es ist irgendwie laggy. Wir werden ein Stück kommen und das ist alles, was ich möchte. Wenn wir weit genug kommen, dass wir vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge die ganze Redstone-Geschichte fertig bekommen, dann ist das eigentlich ganz okay, glaube ich. So, ich kann ja hier das Gras wieder mitnehmen. Alter. So. Nein, komm zurück. Gut. Da haben wir das. Und dann können wir hier das ganze Glas auseinanderruppen. Oben drin ist kein Glas mehr. Das ist sehr gut. Das ist natürlich jetzt ein Haufen Arbeit hier, weil Glas halt immer scheiße abzubauen ist. Aber weißt du was, wenn ich gerade schon mal dabei bin, könnte ich auch gleich noch die Fässer hier abreißen. Bla bla bla, Fässer abreißen. Ach, ich dachte, das wäre der Villager, der entkommen ist. Schade. Naja, dann nicht. Dann gehen wir eben erst kurz pennen und dann... So. Da, da, da. So. Glas wird hier rausgerobt. Wir werden hier relativ viel Glas verbrauchen am Ende. Deswegen lohnt sich das, glaube ich. Weil an jede einzelne Zelle kommen 2, 4, 6, 8, 10 Glasblöcke. Das heißt, da wird relativ gut was für drauf gehen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Zellen wir pro Etage haben. Aber es sind auf jeden Fall einige. So, und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut so. Oh, jetzt juckt mein Auge. So. Die Musik passt ganz gut hier zu dem Ding hier. Da, 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 da. Ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, Freunde. Mein Wochenende ist ganz okay soweit. Ich bin irgendwie vollkommen übermüdet, weil ich, keine Ahnung, ich schlafe irgendwie nicht so gut in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist auf jeden Fall nicht so angenehm, aber was will man machen? Ich glaube, ich werde krank, das ist wahrscheinlich der Grund. Und ich muss noch vorproduzieren und ich habe keinen Plan, wie ich das alles schaffen soll, um ehrlich zu sein. Hm.
Weil wir brauchen ja für... Muss ich mal überlegen. 2, 12. Ich muss für mindestens 15 Tage Minecraft-Videos vorproduzieren. Besser mehr, weil ich weiß ja immer nie, wie das wird. Beim letzten Mal habe ich ja ein, zwei Tage leider kein Video, zumindest Minecraft, gehabt. Wo ich dann mit was anderem substituieren musste. Oder ich hatte das Video zwar, aber ich hatte es nicht hochgeladen. Und das will man ja nicht. Man will ja schön seinen Content weiter so bringen, wie er geplant ist. So, ich glaube, das war's. Und jetzt ist das Problem, dass ich hier die Glasblöcke dahinter machen muss. Ich glaube, das Einfachste ist echt so zu machen und dann immer jeden zweiten rauszuhacken. Ich meine, sonst muss ich immer zack zack machen, dann muss ich auch immer einen abbauen. Von daher wird das am Ende genau die gleiche Arbeit. Und da kann ich genauso gut das so machen und dann da am Ende wieder welche raushacken. Und das hier ist natürlich eine Redstone-Treppe im Prinzip. Das heißt, hier kommt Redstone hin und hier, und weil die Glasblöcke transparent sind, wird der Redstone hier durchgehen können und sich trotzdem verbinden. Das ist der Punkt. So. Und dann bis hier. Und dann muss hier so, und da vorne dran muss dann noch ein Glasblock, aber den mache ich erst am Ende, wenn wir dann hier das Ganze wieder abgebaut haben, was wir jetzt nicht brauchen. Huch. So, und ich glaube, das sollte dann auch schon die ganze Tiefe sein, die wir brauchen am Ende. Huch. Das heißt, hier kann dann theoretisch die Endwand hin. Er ist weiter rausgekommen als geplant am Ende dann doch. Aber okay. Was will man machen? So. Und das müssen wir jetzt hier überall nachmachen. Oh Gott. Das wird ja was hier. Jetzt verstehe ich auch, warum der Geekboy eingefärbtes Glas benutzt hat, weil es ist wesentlich einfacher zu sehen als das hier. Wobei, wenn man... Der bohrt schon wieder. Es ist jetzt einen Tag später genau die gleiche Uhrzeit. Kann man sich das vorstellen? Ich wohne hier seit mehr als einem Jahr mittlerweile. Jeden verkackten Tag bohrt der Typ mit einem Schlagbohrer. Ich weiß nicht, was der falsch macht. Irgendwie scheint er entweder einen scheiß Bohrer zu haben oder er bohrt an die falsche Stelle oder was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der macht. Ich weiß nicht, wie man ohne Scheiß über ein Jahr lang fast jeden Tag Schlagbohren kann. Oder ob der, keine Ahnung, Künstler ist und da oben irgendwie einen Eisblock hat und da irgendwie fett was reinfräst oder was, keine Ahnung. Alter. Gibt's das denn? So. Und dann müssen wir hier vorne jeweils noch... Huch.
Ich habe gerade angehalten, weil ich gucken wollte, ob man das hört, das Bohren. Ich hoffe einfach mal nein. Und ganz minimal schlägt das aus. Ich glaube, ihr solltet das nicht hören wegen der Musik, hoffentlich. Ah, da fällt mir echt nicht mehr zu ein. Da fällt mir echt überhaupt nichts mehr zu ein. Ohne Witz, ey. Ohne Witz. Ich kriege doch die Krise hier. Übrigens, ich habe ja gestern vom Schnee erzählt, ne? Ist immer noch Schnee. Ich habe auf Instagram ein Bild dazu gepostet. Wer das sich mal angucken möchte, kann gerne mir bei Instagram folgen. Kann ich mal ein bisschen Werbung machen. Instagram.com/dalufo. Genauso wie hier auch. Für alle, die es interessiert. Da kommt ab und zu mal ein bisschen mehr Real-Life-Stuff. So, da haben wir das. Und jetzt muss ich irgendwie hier das ganze Glas einsammeln, was da oben drauf liegen geblieben ist. Hat nicht so krass geklappt. Oh, okay. Ist hier noch irgendwas? Ich sehe nichts mehr, ne? Doch, da ist was. Okay, wir gehen mal kurz pennen wieder. Und dann muss das Ganze auf der anderen Seite dann auch nochmal hin. Ach, komm schon. Okay. So. Nein. Okay, jetzt aber. Hoffentlich. Ja, sehr gut. Oh, Alter, Vater. Bin ich in echt nochmal müde geworden. Ich glaube, wenn ich die Folge aufgenommen habe, lade ich die hoch und gehe wieder ins Bettchen. Klingt auf jeden Fall angenehm. Ich denke, das werde ich so umsetzen. So, was brauchen wir dann noch? Wir brauchen Observer, wir brauchen Sticky Pistons, brauchen Redstone-Blöcke und goldene Schienen. Oder nicht goldene, aber Detektorschienen zumindest und ein paar goldene. So. Und dann sollten wir auch schon da sein, ne? 1, 2, 1, 2 und dann hier das letzte. Ach, guck mal, wer da ist. Wir kriegen fast einen pro Folge mittlerweile hier, ne?
probiere es mal so rum. Vielleicht ist das ja besser. Dann muss ich nicht unten drunter einmal durchlaufen, um das ganze Glas einzusammeln, sondern ich kann dann einfach unten das abhacken und dann das Glas mitnehmen auf dem Weg. Oh. Hat ja super geklappt. Nein. Nein. So. Da, da, da. Boah. Was für ein Gefriemel, aber es lohnt sich, glaube ich. Es wird auf jeden Fall gut. Wenn wir das hier fertig haben, dann haben wir ausgesorgt. Wir müssen natürlich das Ganze noch mehrmals machen, weil wir brauchen mehrere Etagen. In die obere Etage können wir zum Beispiel die Librarians tun und dann unten drunter die Farmer und so weiter. Weil Farmer brauchen wir, um Emeralds zu traden. Weil der Librarian-Trick, den wir kennen von der Streamwelt, wird bald nicht mehr funktionieren. Wo man quasi Bücherregale billig kauft und die kaputt macht, die Bücher wieder teurer verkauft. Das wird gefixt werden im nächsten Update. Das heißt, das ist nicht mehr möglich. Und dann müssen wir gucken, wie wir stattdessen an Geld kommen. Und ich glaube, die nächstbeste Methode wäre mit Farmern und einer Melonen- und Kürbisfarm. So. Ja, ich habe gesehen, dass da noch ein bisschen Glas oben drauf war, aber ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht hier jedem Glasblock hinterher rennen. Scheiß drauf. So. Hier. Das wird nicht reichen, aber wir können ja theoretisch hier das gleiche System benutzen wie hier unten, immer jeden zweiten. Das sollte ja theoretisch auch ausreichen. Da, 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 da. So. Ach, stimmt, wir sind mit dem Glas eigentlich noch gar nicht fertig, ne? Aber die Frage ist, ob ich nicht das Redstone-Zeug erstmal verlegen sollte. Man sieht zwar von unten nicht, aber das Redstone geht hier oben drüber, so. Das heißt, das hier wird auch übelst scheiße, weil das nämlich übelst anstrengend ist zu machen. Ich versuche nochmal oben drauf zu landen gerade. Okay, nochmal. Okay, gut. So, ich glaube, an den untersten komme ich gar nicht ran, so in dem Sinne. Deshalb mache ich jetzt einfach das hier und dann auf die untersten, dann mache ich das dann manuell ran. Oh, es muss bis hier sogar. Das heißt, wir müssen hier vorne dran dann nochmal irgendwelche Blöcke machen. So. Nein.
Sorry, dass ich nicht so viel rede gerade. Das ist wieder hier so eine konzentrationsmäßige Fummelarbeit. Von daher. Ich hoffe, ich habe hier alles richtig gemacht. Nein! Oh. Ja, ätzend. Okay. So. Dann nochmal fliegen. Oh. Nein. Okay. Gut. Oh, Freunde, wir sind schon bei 22 Minuten. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Ja. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und ja, bis dahin.